Hallo Lena, ich freue mich sehr, dass wir uns getroffen haben, um hier über jüdische Identität zu sprechen. Du bist in Russland, in St. Petersburg geboren, bist 1992 im Alter von 11 Jahren nach Deutschland gekommen und du schreibst Bücher über jüdische Identität oder oft geht es in deinen Büchern um jüdische Identität und da sehe ich irgendwie auch so eine Parallele zu meiner Arbeit, weil in meiner Arbeit als Dirigent geht es permanent um jüdische Kultur. Und jetzt zum Jahr, irgendwie zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, werde ich ganz oft gefragt in Interviews, was Judentum für mich bedeutet, wo ich doch ständig wiederhole, dass ich nicht religiös lebe. Und ich weiß darauf nicht wirklich eine Antwort und dachte mir, ich spreche jetzt mit unterschiedlichen jüdischen Menschen darüber, was eigentlich Judentum für sie bedeutet. Wie ist es bei dir? Lebst du religiös? Nee, gar nicht. Also tatsächlich, nee, religiös nicht. Ich versuche dann immer so ein bisschen wie viele Christen an Weihnachten in die Kirche gehen. Ja, also jetzt ist ja Pesach am Samstag und das ist mir dann wichtig, dass wir irgendwie so einen Sederabend machen, der sich, glaube ich, bei weitem nicht an alle Sederregeln hält, aber dass es zumindest sowas gibt, wie wir feiern Pesach. Aber ich werde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie die ganze Zeit nur Matzah essen, sondern eher am Sederabend und dann steige ich auch wieder auf Brot um. So. Also es ist mir wichtig, dass das ein Teil des Lebens ist, auch das den Kindern mitzugeben, aber es ist nichts, was meinen Alltag strukturiert. Und würdest du dich als Jüdin trotzdem definieren oder würdest du sagen, Ja, Judentum ist eine Religion? Genau. Und was, so geht es mir jetzt ganz auch. doll. Und Ja. genau, warum bist du jetzt Jüdin? Das werde ich dann immer gefragt. Jetzt bin ich froh, dass ich dich fragen kann. Warum bist du Jüdin, wenn du doch gar nicht religiös bist? Weil für mich das Judentum weitaus mehr als eine Religion ist. Also weil ich es einfach bin. Das ist so ein bisschen wie, also ich kenne diese Frage auch und ich stehe dann auch immer so ein bisschen so an der Wand und denke so, was wollt ihr eigentlich? Ich komme da auch nicht, also es ist ja keine Entscheidung, die ich treffe, ja. Es ist so ein bisschen wie wenn du fragen würdest, warum bist du eine Frau? So, that's what it is. Es ist halt, ich bin's. Also ich treffe nicht die Entscheidung, jüdisch zu sein. Ich bin es. Es ist kein, ich habe auch nicht das Gefühl, ich könnte morgen sagen, ich kann sagen, ich lege alle religiösen Bräuche ab. Ja, ich könnte sagen, ich feiere nicht Pesach, ich könnte sagen, weiß ich nicht, also ich lege sozusagen jegliches symbolische Zeichen des Judentums ab, aber ich könnte nicht sagen, ich bin nicht mehr jüdisch. Aber findest du auch, dass es so etwas gibt wie Kulturjuden, dass es irgendwie, ich definiere das immer so, es gibt den Teil der Religion und es gibt den Teil der Kultur. Findest du das auch? Ja, aber ich glaube, es gibt noch mehr. Ich glaube, es gibt dieses Gefühl. Also ich glaube, es gibt dieses Kulturelle mit Sicherheit. Dann gibt es dieses Ethnische, womit ich ja auch aufgewachsen bin, ne? So Judentum als Volkszugehörigkeit. Also bin ich nun mal, also ohne dahinter zu stehen, ist das das, was in meinem Pass stand. Aber ich finde, es gibt auch noch mal ein Gefühl. Also es gibt zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, ich mag den jüdischen Humor in der jüdischen Literatur, ja, oder du setzt dich mit jüdischen MusikerInnen auseinander, etc. Aber dann gibt es, ich finde, es gibt, also es wäre auch durchaus möglich, dass wir beide sagen, wir fühlen uns jüdisch, ohne je einen jüdischen Autor oder eine jüdische Autorin gelesen zu haben, ohne je jüdische Musik gehört zu haben, ohne zu wissen, also weißt du, auch ohne diesen ganzen Hintergrund könnte es sein, dass man dieses Gefühl hat. Das finde ich das Interessante. Und auch das tatsächlich das Unerklärliche daran. Also ich finde, das ist der Punkt auch, an dem alle aussteigen. Also alle, die nicht jüdisch sind. Also ich glaube, alle, die jüdisch sind, wissen jetzt, wovon ich rede. Und alle, die nicht jüdisch sind, steigen jetzt an dieser Stelle komplett aus. Glaubst du, es gibt noch eine andere Religion, wo das so ist? Also nicht, dass ich wüsste. Ich bin, also nicht, dass ich wüsste. Also gut, ich kenne mich auch nicht so wahnsinnig gut aus mit anderen Religionen, aber ich glaube nicht. Aber ich glaube ja auch nicht, also ich glaube, Religion ist quasi eine Facette von den vielen Möglichkeiten, jüdisch zu sein. Das ist für mich quasi eins, also halt ein Punkt. Es ist für mich nicht die Definition.
Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, ob das auch so wäre, wenn es den Holocaust nicht gegeben hätte. Findest du das sehr provokant, diese These, oder kannst du dir vorstellen, dass da irgendwas dran ist? Nee, ich glaube, das ist eine sehr, also ich sage das jetzt auch, das klingt wahrscheinlich auch etwas provokant, aber ich glaube, das ist eine sehr deutsche These, weil ich zum Beispiel jetzt aus der Sowjetunion, ja, kenne ich sehr viele Menschen, die das jüdische Gefühl haben, ohne mit dem Holocaust konfrontiert worden zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was irgendwie weitergegeben wird, auch wenn man sich ganz doll dagegen wehrt. Also selbst, weißt du, selbst in Familien, in denen das Jüdische nie eine Rolle spielte, ja, also wirklich nie, setzen sich ja trotzdem, also man kommt ja nicht, also es kommt immer wieder zurück. Es ist wie so ein, wie etwas halt, weiß ich nicht, wie so ein Flummi, der springt auch immer wieder zurück. Du hattest das vorhin erwähnt, das muss man vielleicht nochmal erklären, dass in der Sowjetunion, ich weiß gar nicht, ob das heute noch in Russland so ist, im Pass tatsächlich als Volkszugehörigkeit stand jüdisch. Mhm. Ist das immer noch so? Ja, ich überlege gerade. Ich meine, dass es das, also es gab zumindest, aber ich weiß nicht, wie weit die sind. Also es gab tatsächlich Diskussionen, das abzuschaffen. Ich weiß aber nicht, ob sie es abgeschafft haben. Aber es wurde schon in Frage gestellt, auch seit auch dort die religiösen Gemeinden erstarkt sind. Also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es zumindest die Diskussion. Ich finde es ja ganz interessant, dass du sagst, dass du schon als Kind irgendwie das ganz stark gespürt hast. Glaubst du, das hatte tatsächlich damit zu tun, dass du auch so irgendwie wirklich im Pass so irgendwie abgestempelt warst als Jüdin? Nee, nicht im Pass, aber natürlich dadurch, dass es ganz viele, in dem Fall ja oft negative Assoziationen gab. Also die Kinder haben also so, du Jude war ein Schimpfwort, ja. Dann gab es immer dieses, also bei uns in der Familie, sag's niemandem, ja. Dann hatte ich hatte so eine Großtante, die hat immer, wenn sie ein bisschen was getrunken hatte, hat sie dann immer angefangen, so jiddische Songs zu singen, ja, so Tumbalalaika und also so was so die Barry Sisters gesungen haben, das kannte man. Und dann haben alle immer, psch, nicht so laut, ja. Oder ich weiß noch, irgendwie dann so an Rosh Hashanah gefeiert, weil meine Eltern das auch gar nicht kannten, aber es gab halt immer ein Abendessen. Ja, also es war irgendwie, es hieß dann, jetzt feiern wir jüdisches Neujahr. Aber ich durfte halt, es war das einzige Fest, zu dem ich keine FreundInnen mitbringen durfte. Also sonst waren irgendwie immer meine Freunde willkommen und da war klar, wenn wir was Jüdisches feiern, soll das niemand wissen. Und das ist, glaube ich, eher, also es hatte weniger mit dem Pass zu tun, als mit diesen Ängsten, die damit verbunden waren. Mhm. Ja, das kenne ich aber aus meiner Kindheit ehrlich gesagt auch. Sowohl in Ungarn, wo meine Eltern herkommen, war das so, aber interessanterweise auch in Deutschland. Wie war das bei dir, als du nach Deutschland kamst? Hattest du da immer noch so das Gefühl, du musst das verstecken oder hat sich das dann geändert? Nee, ich hatte nicht das Gefühl, ich muss das verstecken. Ich hatte dann eher so, ich glaube, ich bin dann, was ja häufig passiert in der Jugend, dass man einfach so ins Gegenteil verkehrt, ne? Und alles um Teufel auf Teufel komm raus machen will. Und was ich dann gemacht habe, ist eher, dass ich es habe raushängen lassen. Also ich habe dann zum Beispiel, man musste ja nicht in die Schule, wenn man irgendwie, also an Rosh Hashanah etc. Und das habe ich dann ganz groß raushängen lassen. Ich komme morgen nicht, weil morgen ist ein jüdisches Fest. So, ich habe eher die Nummer gemacht. Ich bin dann auch nicht in die Synagoge gegangen. Ich bin dann halt zu Hause geblieben. Aber ich habe das eher so nach sehr lange nach außen gehängt, weil ich dann eher so das Gefühl hatte, wow, jetzt kann ich dazu stehen. Mhm. Ich hatte auch, also ist mir jetzt im Nachhinein ein bisschen peinlich, aber ich hatte so 2 Jahre eine sehr große israelische Flagge im Zimmer hängen, so als ich 14, 15 war. Damit alle sicher wissen, dass du das Problem bist. Genau. Mir geht es ja ein bisschen so mit meinem Deutschsein. Also wenn ich heute irgendwie interviewt werde, dann betone ich immer sehr, wie sehr ich mich mit der deutschen Kultur und der deutschen Identität irgendwie, wie nah ich mich dem fühle. Und natürlich daneben bin ich auch Jude, das ist für mich auch ganz wichtig. Wie ist es bei dir? Hast du irgendwie daneben noch eine nationale Identität oder würdest du sagen, du bist Jüdin und das ist, als was du dich definierst? Nee, ich glaube, ich betone eher sozusagen die Möglichkeit der Diversität in mir. Also, dass ich sozusagen, es gibt Tage, da spielt das Jüdische eine Rolle und es gibt Tage, da spielt das Russische eine Rolle und es gibt Tage, da spielt das Deutsche eine Rolle und manchmal spielt nichts davon eine Rolle.
und manchmal ist das eine Mixtur, also so, dass es das quasi alles zugleich sein darf. Also das ist nicht ein Ausschluss, dass ich mich eben nicht entscheiden muss, ich bin dies oder jenes, ja, sondern, und dass ich auch diese Frage von, als was fühlst du dich, ist ja immer so ein bisschen wie sie mit der Pistole an die Schläfe, so entscheide dich jetzt. Ja, es ist echt super. Ich gebe all diese Fragen, die mich nerven, darf ich jetzt andere stellen. Und zum Abschluss stelle ich dir auch so eine Nervfrage. Ich werde immer wieder gefragt, was ist meine Lieblingsmusik oder wahlweise, was mag ich am Judentum besonders gern? Hast du irgendetwas am Judentum, was du besonders gerne magst, wo du das Gefühl hast, das ist etwas, was für dich besonders wichtig ist? Ja, tatsächlich ist das, finde ich, zwar eine nervige, aber eine einfache Frage. Für mich ist es tatsächlich der Humor. Also für mich ist es die Möglichkeit, zwei Seiten sind es. Erstens ist es die Möglichkeit, sich selbst lachen zu betrachten, also über sich selbst lachen zu können. Das ist auch etwas, was zum Beispiel mein Vater ist so einer. Es gibt auch so Leute, die so dauernd jüdische Witze erzählen. Ja, mein Vater ist so einer. Also da hat man manchmal das Gefühl, der wartet quasi auf Stichwort. Ja, der sitzt so breit und guckt, wo könnte ich noch einen einbauen. Und ich glaube, das ist, und diese jüdischen Witze basieren ja meist darauf, dass wir über uns selber lachen. Ja, wir lachen ja nicht über die anderen, wir lachen ja über uns selbst. Und das ist etwas, was ich so als Lebenshaltung, also mir einfach ganz viel erleichtert hat. Und das andere ist dieses, was man in der Literatur viel wiederfindet, ist dieses ein lachendes, ein weinendes Auge, was ja auch da drin steckt. Ja, und diese Möglichkeit irgendwie sich nicht entscheiden zu müssen, sondern die Dinge mit einer gemischten Emotionalität betrachten zu können, das finde ich auch immer. Also das ist etwas, was es für mich immer, also was ich aufs Leben übertragen kann einfach. Ohne dass ich mir natürlich in dem Moment denke, ach, das mache ich jetzt mal auf die jüdische Weise. Aber ich glaube, so als Grund vermittelt ist das da. Ja, vielen Dank dir. Ich habe jetzt wieder mehr erfahren darüber, wie man Judentum auch sehen kann und werde davon jetzt einiges mitnehmen und bei Interviews dann verwenden und habe dann Stichworte, die ich benutzen kann. Danke dir, Lena, sehr. Ja, sehr gerne.